So, würde sagen, weiter geht's. Wir müssen darüber, ne? Da drüben müssen wir hin. Einmal zurück zum Auto. Aber man ist wieder geparkt, irgendwo da unten vermutlich. Dann müssen wir wieder zurück. Aber zurück geht's ja vermutlich schneller oder meistens schneller wie Hinzus. Hinzus, verstehst du? Na, die Mädels sind schon tough. Okay, suchen wir einen Weg nach draußen. Wer zuletzt am Wagen ist, zahlt das Essen. Ich habe Verpflegung dabei. Spaß, Fraser. Da kommt Verstärkung. Ja, klar. Hallo! Bruder, wo seid ihr? Seht ihr? Seht nach. Ross und Fraser sind hier vielleicht noch. Kommt raus und zeigt euch. Wir wissen, dass wir hier sind. Ihr wisst, dass wir hier sind. Sag ich doch, das ist so eine, wo man mit Schalldämpfer ist, gar nicht schlecht. Kommt denn da hin? Ich habe nicht alle markiert. Er wurde ausgeschaltet. Seid vorsichtig. Nice. Knarre kann was. Aufpassen. Hier hat es noch einen erwischt. Weiter so. Die sind irgendwo hier. Was zum? Scheiße. Es hat noch einen erwischt. Was zum? Da! Da sehen. Sie haben uns entdeckt! Boah, das sind wieder die gepanzerten Typen, Alter. Okay, boah. Geschafft. Diesmal wirklich. Hast du gut hinbekommen unter diesen Umständen. Was ist denn das? Kein wirkliches Kampftraining. Ah. Ein wenig impulsiv. Läufst du über das Feld wie eine Irre? Ja. Du solltest lernen, was schnelles, kontrolliertes Schießen bedeutet. Okay. Und dann trägst du auch noch rot bei einem Dschungelkampf. Ich meine, ernsthaft? Ah, die haben alle keine Munition dabei, das ist ein bisschen nervig. Ja, rot ist halt nicht gerade die beste Tarnfarbe, ne? Das sehe ich genauso. Ah, hier müssen wir gar nicht lang, wir müssen doch da lang. Da oben links kamen wir runter, dann müsste es hier eigentlich wieder zum Auto gehen. Da stehen die LKW, das heißt, da hinten ist unsere Karre. Da war unsere Karre. Wo ist unser Jeep? Hallo? Da vorne steht der. Warum ist denn der da vorne? Ich habe schon gedacht, der wäre weg, ey. Nur noch das beim Berg. Genau.
So, ein Blick auf die Karte verrät uns, wir müssen ja in diese Richtung. Norden ist schon mal gut. Ergibt jetzt mehr Sinn, dass Asaf den Stoßzahn sucht. Ich dachte, es ging ihm ums Geld, so wie uns. Er wird damit die Leute auf seine Seite bringen. Ihn der Regierung vorführen. Genau wie all die Male zuvor. Das ist schon mal passiert? Oh ja, seit der junge König gegen die Perser verlor. Jeder wollte ihn und dieses Land für sich beanspruchen. Und ich dachte, das hier sei eine ganz normale Schatzsuche. Ist es auch. Sollen Männer wie Asaf darum kämpfen? Nicht unser Problem. Ich habe eine Zeit lang in Kriegen gekämpft. Stimmt. Aber für Geld? Meistens. Wie als du für Asaf gearbeitet hast? Auf jeden Fall ein Taschengeld. Nicht wirklich viel Ärger wert. Autsch. Warum hast du es gemacht? Wollte mir einen Namen machen. Dachte, ich fange mit dem Schlimmsten an. Danach konnte es nur bergauf gehen. Natürlich fahren wir in die falsche Richtung. Was denn sonst? Die Richtung hier, ne? Die. Ja. Schön hier draußen. Zum ersten Mal in Indien? Ja. Dieser Job hat nicht viele Vorteile. Aber man sieht was von der Welt. Wo warst du schon? Ach, wo war ich noch nicht? Was immer dir lieber ist. Naja, ich war noch nie in den Staaten. Echt jetzt? Die Sachen, nach denen ich suche, sind eher alt, oder? Die USA wurden erst vor ein paar hundert Jahren gegründet. Das stimmt. Was ist mit dir? Wo willst du mal hin? Island. Gute Wahl. Schön da. Es ist ruhig. Unberührt. Und ich will diese Nordlichter sehen. Ah, okay. Das steht auch auf meiner Löffelliste. Fahr doch hin, wenn wir hier fertig sind. Irgendwann. Hab vorher andere Dinge zu tun. Nach Island würde ich auch fahren. Wir fahren die ganze Zeit voll in die falsche Richtung. Was schön wäre, wenn es so ein Kompass, aber irgendwie haben wir da keinen. Ist das die richtige Richtung? Nee, wir müssen immer noch weiter links. Hier lang. Hier scheint... Ja, genau. Sieht auf der Karte immer so weit aus, dabei ist es gar nicht so weit. So, wie kommen wir da weiter? Hoch. Links. Jo, sieht gut aus. Dann wieder leicht links. Oh. Dann hier hoch. Überall Rebellen. Sehen wir uns das mal an. Ja, wir fahren aber auch. Na komm, die holen wir erst weg hier. Scharfschütze. Aber da gibt es fette Munition. Die will ich haben. Ist da hochgeworfen.
Los. Und tschüss. Wie? Leise kann jeder. Was ist los mit dir? Zack. Alles sehr schön. Mal sehen, was wir hier haben. Wie? War gar nicht so übel. Erstmal die Munitionskiste knacken. Komm. Hammer. Jetzt. Gut. Da ist Munition, ist das alles? 17 Schuss. Ich finde die Wumme, die ich hier habe, richtig nice, aber ist echt wenig Munition für. Boys haben auch keine Einstecken. Gibt's hier was Interessantes? Da ist noch eine Munitionskiste. Gut. Da Schickes. Achtung. Das macht Spaß. Aber momentan leider nicht von Nutzen für uns. Okay. Dann haben wir hier eigentlich soweit alles weggeholt. Die Rebellen haben wir ausgeschaltet. Läuft. Dann kann es weitergehen. Ich denke die ganze Zeit, da fährt einer. Dabei lässt die einfach nur den Motor an. Ne? Ist hier rechts. Genau. Ja, ist doch der Turm. Ui. Da geht's rein. Jetzt wird's aber dunkel. Ich schaue mich nur kurz um. Ja, ich halte die Augen offen. Bleibst du jetzt hier sitzen oder was? Dann brauche ich ja nicht aussteigen. Hey, Vorsicht. Ich glaube, Asafs Männer sind auch dort. Munition für uns.
So, da können wir mal kurz untersuchen. Gelegenheitsschatzsucher. Trophäe erhalten, ich alter Trophy Hunter. Moment, ich muss doch hier. Nee, gar nicht hier drauf. Hier drauf. Ich will auch nicht scheren. Schätze. Was haben wir denn schon? Metterlingsschmuck. Lederummanteltes Fernglas. Interessant. Ja, Madame Butterfly, was ist denn? Können wir doch noch ein Stückchen weiterfahren. Ab hier wird gelaufen. Störung, stimmt's? Ja, aber wahrscheinlich nicht so, wie du denkst. Na komm, lass mal reden. Keine wörtliche Zerstörung? Genau, aber auf eine positivere Art, wie den Stolz und schlechte Gewohnheiten abzulegen. Alte Anhängsel loszuwerden. Genau. Gut. Noch einmal mit Schmackes. Was bist du hoch? Den Winter nicht. Oh, reicht. Los geht's. Hey, ich kümmere mich um das. Okay. Was kümmert sie sich? Da kommt sie. Wie sie sich gegenseitig anzicken, ey, richtig nice. Ja, da mal rein. Oh, Salah gegen den Tiger. Klingt nicht nach einem fairen Kampf. Salah hat gewonnen. Er hat seinen Guru beschützt und das Tier mit einem Schlag getötet. Wenn die Häuser Salah etwas beschützen, machen sie keine halben Sachen. Na los. Tja, und wieder was gelernt heute. Das wird nachher abgefragt. Geh dann einmal hier hoch, würde ich sagen. Mal darüber? Mit Anlauf? Nein, 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 nein! Fraser, bist du okay? Ja, komm rein. Das Wasser ist sauber. Ich meine, nicht trinken. Oh shit. Irgendwie aus? Ah ja. Ich das hier absauf. So. Wo ist Madame? So? Ah. Hier ist ihre Kletterausrüstung. Die werden uns noch nützlich sein. Ich korrigiere. Unsere Kletterausrüstung. Nein. Hey. Wie war das? Ach genau, hier. Oh Gott. Das geht ganz schön aufs Handgelenk. Hier geht's hoch. Ja, komm. Abstützen. Hallo. Ein bisschen doof. Ach, hier geht's lang.
Wir hätten sowieso nicht nach oben gemusst, okay. Ich glaube, ich habe davon Stimmen gehört. Hallo, Jungs. Okay. Ich bin aber kleiner als die meisten Männer. Nun hier. Gut. Gut. Wir wissen, dass du da bist. Das freut mich unwahrscheinlich für euch. Ich glaube nicht, dass die uns sehen. Alter. Vom Allerfeinsten. Bist du okay? Etwas taub? Aber mir geht's gut. Gut. Weiter geht's. Also mit Munition waren sie auch schon mal großzügiger in Uncharted. Stell ich fest. So. Wo geht's denn weiter?